Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Das Gute vorweg, wir haben Sommer und wenn Sie jetzt noch einen eigenen Pool im eigenen Garten stehen haben, dann können Sie diesen in vollen Zügen genießen. Damit die Kosten aber nicht explodieren, haben wir uns bei der Energieberatung der Salzburg AG erkundigt. Ein Pool, ein eigener Pool im eigenen Garten, dies ist wohl der Traum vieler Menschen. Wenn man sich das überlegt, worauf es hier zu achten und zu denken gilt, das wollen wir uns ansehen. Hier gibt es Fragen wie, warum soll ich einen Pool bauen? Oder vielleicht brauche ich gar keinen? Oder auch Fragen, wie ist das mit dem Befüllen? Wie ist das mit dem Entleeren des Pools? Und natürlich die Fragen, wie viel Wasser brauche ich? Und wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? Dies und weitere Dinge sehen wir uns heute an. Heidi Hund ist stolze Besitzerin eines Pools, der in ihrem idyllischen Garten mitten in Neumarkt am Wallersee ein wahrer Hingucker ist. Für Familie Hund steht aber nicht nur der Badespaß im Vordergrund, sondern auch die Energieeffizienz und eine einfache Handhabung. Also einmal auffüllen braucht 24 Stunden, dann ist er voll und dann muss man unten, da ist eine Zeitschaltuhr, da schaltet man dann eine Pumpe ein, dass das Wasser zirkuliert und das rennt. Dreimal am Tag, 2 Stunden, dann ist das ganze Wasser gefiltert. Durch diese Zeitschaltuhr spart sie sich nicht nur einiges an Kosten, sondern auch der Energieverbrauch der Pumpe sinkt. Es ist sehr selten, dass man nachfüllen muss, außer es ist ganz lange sehr heiß. Dann muss man ein bisschen nachfüllen. Ansonsten, so wie es heuer ist mit dem vielen Regen, ist eher zum Ablassen als wie zum Nachfüllen. Für eine konstantere Wassertemperatur und als Kälteschutz empfehlen Experten eine Poolabdeckung. Die Auswahl bei Poolabdeckungen ist riesengroß. Im Vorhinein sollte man sich deshalb gut überlegen, was ist mir wichtig. Diese Abdeckung ist ein Hit, weil das kann jede Großmutter. Das ist in 2 Minuten zugezogen, in 1 Minute zugezogen und in 2 Minuten wieder aufgerollt. Und die ist 35 Kilo pro Quadratmeter, also kindersicher. Und vor allen Dingen ist kein Wärmeverlust in der Nacht. Also wenn man es dann wirklich jeden Abend abdeckt, dann bleibt die Wärme schön im Pool und das spart wirklich richtig Energie. Wenn der Pool nicht genutzt wird, fällt auch weniger Schmutz in das Becken und es muss weniger Energie und Reinigungsmittel in die Säuberung investiert werden. Vor dem Winter wird der Pool fast ausgelassen, also es muss gut 1 Meter drinnen stehen bleiben wegen der Folie, weil die hebt sonst auf. Und dann tue ich ihn abdecken und schaue immer, dass ja nicht zu viel Schnee auf der Abdeckung ist und muss ihn halt im Winter dann eigentlich auch ein bisschen pflegen. Wo genau möchte ich meinen Pool hinstellen? Sind dort viele Bäume und muss ich deshalb meinen Pool vor Verschmutzung schützen? Möchte ich meinen Pool beheizen? Das sind nur einige Fragen, die vor dem eigenen Poolbau wichtig sind. Also ein Pool im eigenen Garten ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben jetzt gelernt, es ist wichtig, auch auf die Energieeffizienz zu schauen. Immer dann, wenn man den Pool heizt, nämlich nicht von der Sonne, sondern mit der Heizung, muss man auch im Auge haben, das braucht wirklich Energie. Und auch der Wasserverbrauch ist im Auge zu behalten, denn letztlich Wasser wie Energie sind kostbar und müssen auch bezahlt werden. Wenn Sie Fragen zur energieeffizienten Gestaltung Ihres Pools haben, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Die Energieeffizienz im eigenen Garten, sprich beim Pool, können wir somit abhaken. Kommen wir jetzt aber zu den eigenen 4 Wänden, wo die Energieeffizienz natürlich auch eine besonders große Rolle spielt. Viele von Ihnen und von uns haben natürlich schon eine Photovoltaikanlage am Dach. Was die Bauteilaktivierung ist, das schauen wir uns aber jetzt an. Regelmäßige Forschung und Entwicklung haben Österreich im Bereich Gebäude- und Energieeffizienztechnologien an die Weltspitze gebracht. An der FH Salzburg am Campus Kuchl im Bereich Smart Building gibt es den Forschungsschwerpunkt Bauteilaktivierung. Hier forschen die World Changer von morgen rund um ein ganz wichtiges Thema. Bauteilaktivierung ist eigentlich eine Heizung oder Kühlung im Gebäude über die Wände oder die Decken. Ähnlich wie eben eine Fußbodenheizung. In einer Fußbodenheizung werden die Heizungs- oder Kühlleitungen in den Fußboden gegeben und dann kann man es beim Neubau zum Beispiel in die Betondecke reingeben oder eben in eine Betonwand. Oder es gibt auch schon Möglichkeiten, dass man das in der Sanierung anwendet. Wir haben zurzeit 5 Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich forschen. Da geht es von Bauteilaktivierung im Energieausweis, wie kann man dieses System besser im Energieausweis abbilden, bis hin zu Regelungsstrategien im Wohnbau für betonaktivierte Bauteilaktivierung und auch eben die Aktivierung von Holzelementen. Einer von ihnen ist Michael Moltinger. Er hat im Frühjahr 2021 seinen Abschluss an der FH gemacht und forscht hier im Fachbereich bereits seit 1,5 Jahren. Immer hinter mir sieht es immer ein kleiner Prüfstand.
gebaut, wo man eben Beladungsstrategien im Bereich Beton und Holz hier direkt an kleinen Versuchsbaukörpern erproben. Ja, im Endeffekt Bauteilaktivierung ist sehr spannend, weil es sehr viele Vorteile bietet. Eben diese große speicherwirksame Masse. Es ist in jedem Wohnbau- oder Bürogebäude vorhanden. Das heißt, man aktiviert vorhandene Elemente und macht sie daher auch nutzbar zum Heizen oder zum Kühlen. Das Ziel ist es eigentlich, Bauteile, die man sowieso braucht im Bau, für die Beheizung und Bekühlung von Gebäuden zu verwenden. Das kann man sich bei Beton eigentlich leicht vorstellen. Die Betondecke wird sehr oft gebraucht und dann legt man die Heizungsschlangen und Kühlschlangen eben nur in das Bauteil ein und hat somit den Heizkörper. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Bauforschung hat die FH Salzburg ein Forschungsprojekt in Hallein mit Bauteilaktivierung durchgeführt. Da schaut das System dann eben so aus, dass man eben von außen an die Wand geht und zum Beispiel wie in Hallein ist der Bestand dann eine Ziegelwand, von außen hin aktiviert, also das heißt die Rohrschlangen an das Gebäude bringt, danach eben verfüllt und von außen noch mit Dämmmaterial eben zusätzlich anbringt und eben die Oberfläche dementsprechend dann gestaltet, je nachdem. Das Feedback von den Bewohnern war eigentlich sehr gut. Man kann einmal beginnen damit, dass einfach durch die Sanierungsmaßnahme oder das Heizungssystem von außen die Bewohner eigentlich nicht ausziehen haben müssen und sich dadurch natürlich das Ganze durch minimalinvasive Maßnahmen umsetzen hat lassen. Und es konnte natürlich durch die Sanierung auch eine deutliche Reduktion, was den Heizenergiebedarf betrifft, erreicht werden. Thermische Bauteilaktivierung funktioniert unsichtbar, unhörbar und ohne Zugerscheinungen. Im Bereich Beton fallen kaum Mehrkosten an, denn mittels Bauteilaktivierung spart sich der Häuselbauer in den meisten Fällen eine Fußbodenheizung. Egal, finde ich mittlerweile, ob man es im Beton oder im Holz baut, wobei beim Beton ist man schon viel weiter als beim Holz. Beim Holz sind wir eher nur im Prototypenbereich. Und man kann eben viel sehr gut die volatilen erneuerbaren Energieträger dann mit aufnehmen und auch die Energie speichern über einen längeren Zeitraum. Das heißt, in Kombination mit Photovoltaik und Wärmepumpe ist das ein ausgezeichnetes System, um klimafit zu werden. Wie bringt man die Leitungen am besten in die unterschiedlichsten Materialien und wie optimiert man den Fertigungsprozess? Bauteilaktivierung ist in jedem Fall ein großes Zukunftsthema. Wenn Sie sich für Fragen rund um Sanierung oder Energiespartipps interessieren, melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/energieberatung. Eine Firma, die wir schon länger begleiten, ist die Tischlerei Schwab in Schlehdorf. Wie man hier mit der Energieeffizienz umgeht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ein echter Worldchanger-Betrieb ist die Tischlerei Schwab in Schlehdorf. Das 1939 gegründete Unternehmen wird jetzt von Fritz Schwab in der dritten Generation geführt. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden hier großgeschrieben. Wir sind eigentlich eine reine Möbeltischlerei und haben uns aber in den letzten Jahren darauf spezialisiert, dass wir sehr viele Massivholzmöbel machen. Wir waren die erste Tischlerei in Salzburg, die das österreichische Umweltzeichen gekriegt hat. Wir haben jetzt auf unserem Firmengelände insgesamt mittlerweile 5 Photovoltaikanlagen installiert. Die letzte eben vorne auf dem Carport, die dann mit dem Speicher eben installiert worden ist. Und das ist jetzt so, wo wir diese Leistung erreicht haben, wo wir die Energie, die wir verbrauchen, auch selber produzieren können. Dieser Batteriespeicher deckt die in einem Betrieb anfallenden Stromspitzen ab und schaltet von Einspeisung auf Verbrauch um. Die Tischlerei Schwab denkt aber nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit in die Zukunft, sondern plant auch langfristig die Übernahme des Betriebs. Wir haben uns vor mittlerweile knapp 4 Jahren dazu entschlossen, das Unternehmen zu teilen mit einem Partner, der bei uns in der Tischlerei gelernt hat auch. Und der Robert Plattner hat dann die Möglichkeit, dass er die Firma eben zur Gänze übernimmt. Entstanden ist es dadurch, dass wir gesagt haben, was geschieht mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Kunden, wenn ich einmal in Pension gehe. Und dadurch haben wir dann gesagt, ja, wir müssen den Mitarbeitern auch eine Sicherheit geben, dass der Betrieb weitergeführt wird.
Auch Robert Plattner ist das Thema Nachhaltigkeit in der Tischlerei wichtig und bringt schon jetzt seine Ideen mit in die Unternehmensphilosophie ein. In der Nachhaltigkeit haben wir sehr viel umgesetzt im letzten Jahr. Und zwar haben wir eben die Planungsprogramme gekriegt, wo wir die Blotenoptimierung haben. Massivholz beziehen wir zu einem Teil von den Bauern. Bloten beziehen wir von Umweltzeichen zertifizierte Betriebe. Und nicht nur das, denn die Tischlerei möchte in den nächsten Jahren den Stromverbrauch noch weiter senken, den Verbrauch weiterhin optimieren und in neue Arbeitsgeräte investieren. Wir brauchen diverse Maschinen nur dazu, dass wir die Effizienz steigern von der Produktion, dass man auch nachhaltiger arbeiten kann. Das hängt auch immer zusammen. 5 Photovoltaikanlagen, Holz aus der Region und neue Technologien. Die Tischlerei Schwab zählt damit zu den Worldchanger-Unternehmen in Salzburg. Wenn Sie Fragen rund um Photovoltaikanlagen haben, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/photovoltaik. Das war Worldchanger, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Und lassen Sie uns die Welt etwas klimafreundlicher gestalten. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe am 19. August hier im Salzburg AGTV.